Ja, hey, willkommen, mein Name ist DanielRP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir ein bisschen durch die Welt gecruised, haben hier und das entdeckt, aber Leute hat uns voll abgehalten, überall irgendwie was zu erkunden und deswegen bin ich nicht nett. Und deswegen retten wir jetzt Colette wie im vorletzten Part und hoffentlich brechen wir dieses Mal nicht kläglich. Und ich habe das nicht mal weggedrückt, das ist wirklich zu schnell weggegangen. Okay. Mal gucken, ob das gut geht. Ah! Ah, aber springen wir, ich halte das nicht aus. Kennen wir ja schon alles. Vielleicht kommt dieser fette Typ nochmal. Das ist eine Falle. It's a trap. Da kommt Presser ja. Dann ist er weg. Ja. Jetzt kommt er. Jetzt kommen die. Und jetzt kommen die Drachen. Die waren uns fertig, ne? Okay. Weiß nicht, warum die so einen auf Dingens machen hier. Ach, die haben wir, die putzen mal locker weg oder so. Weil die tun doch ganz schön, tun noch ganz schön viel aushalten, finde ich. So, machen wir erstmal einen von den fertig. Aua! Leck mich! Oh, wir ziehen doch ganz schön viel ab. Vielleicht mit dem richtigen Team wieder, ne? Oh, Hilfe, Hilfe, ich bin tot. Ah. Ma. Ja, ne, ist gut. Oh, nicht gut, dass er ist tot. Ma. Vielleicht so Items einkaufen sollen, aber wir konnten ja keine kaufen. So, ich brauche wieder Items. Hier, läuft. Ah, verdammter Dreck! Boah, ihr dürft gar nichts noch planen. So, und jetzt bitte nicht mehr frecken, Leute. Das geht mir nämlich auf die Nerven gerade. Aua. Jawohl, überlebt jetzt. Leute. Finality Punishment, okay. Meinetwegen. Nein, 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 nein. Komm schon, diesmal schaffen wir das. Sehr schön, Raiden. Aua. Vielleicht im Overlimit. Sagst du dazu? So, komm her. Wenn ich was machen könnte, ne? So, einer ist weg. Hab ich auf Kreis Hunting Beast oder was? Ist jetzt gar nicht mehr Demon Fang ein. Oh Gott. Was ist nur er übrig? Wollen wir gar nicht trainieren. Und der hat auch schon ganz schön viel AP verloren. Was Hunting Beast da drauf? Mein Gott. Wann das denn? So. Wenn die Beine erledigt sind, bist du jetzt gar kein Problem mehr, absolut okay. Was? Hast du schon Auferstehung? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Resurrection, ja klar, hast du das schon. Beleb du mal Dingens wieder, wenn es geht. Okay. Ist mir jetzt eine Heilerin, die es drauf hat. Nur an Tales of Graces irgendwie zurückdenken. Kann einer sagen, warum das so viel abzieht? Das soll. Oh Gott. Nicht töten, bitte. So, jetzt kann man ihn töten. Jawohl. Sehr schön. Bis jetzt maximal KP erhöht. Wiegel erhält Healer. Schiene erhält Force Seal. Den Titel Strahlender Ritter erhalten.
den Titel Akrobat, den alten. Sehr schön. Nein, es ist zu spät. Was bedeutet dieses seltsame Licht, das Tod uns zu verschlingen? Ich kann mich nicht bewegen. Es ist Colette. Das Mana aus Colettes Körper fließt in unsere Richtung. Es wird durch den magischen Kreis unter ihr verursacht. Colette, verschwinde von dort. Ich kann nicht. Ich bin wie angekettet. Ich kann mich nicht bewegen. Es tut mir leid. Ich bin nur eine Auserwählte, die ihre Freundin nicht retten konnte. Und noch viel weniger die Welt. Vielleicht bin ich ja, wie Rodil gesagt hat, nur eine minderwertige Auserwählte. Nein, Colette, rede nichts ein. Rede nichts ein, mein Gott. Du hast nichts falsch gemacht. Falsch ist hier nur dieses System, das die Aufopferung der Auserwählten verlangt. Ah! Perseia, danke. Wow, was ist hier los? Was ist hier los? Wir müssen hier raus. Leute, ich... Colette, du musst leben. Ich weiß. Nein, Perseia, lass mal nicht hier. Seid ihr alle okay? Ich lebe noch. Das ist ja kein Schwein. Es scheint, wir sind alle okay. Aber aus welchem Grund hat dieser Odile Colette entführt? Er sagte, er würde einen Kruxeskristall benötigen, um die Mana-Kanone zu kontrollieren. Aber anscheinend hat meiner nicht funktioniert. Mana-Kanone? Pietro, der Mann, den wir in Hima retteten, sprach auch von dieser Mana-Kanone. Perseia ist aufgewacht. Colette, bist du okay? Ja, das habe ich dir zu verdanken. Perseia hat gelächelt. Sie ähnelt ihr, genau wie ich es dachte. Okay, da meine süße kleine Perseia gelächelt hat, ist es Zeit, darüber nachzudenken, welchen Schritt wir als nächstes machen. Ja, Colette ist wieder da. Und jetzt? Was jetzt? Wir werden die beiden Welten retten. Trennen. Wir werden mit den Elementargeistern der beiden Welten Pakte schließen. Und da komme ich ins Spiel, richtig? Wie wär's, wenn wir mit dem Elementargeist Gnomen beginnen? Okay. Ich habe Dunkelheit, ich habe Blitz entdeckt. Und ausgerechnet Gnomen habe ich keine Ahnung natürlich. Er dürfte hier in der Nähe sein. Okay. Das heißt, ich werde ihn nie finden. Okay, das hört sich gut an. Professor, sind Sie damit einverstanden? Was? Ja, sicher. Das ist in Ordnung. Professor, stimmt was nicht? Es ist nichts, lass uns also gehen. Colette hat sich da gut angeschaut. Yay, wir sind jetzt ein 8-Mann-Trupp. Wir sind voll geheilt, okay. Der Eindruck kann täuschen. Ich dachte, das erste Eindruck. Hey, Messi da Sorte! Man, Obenkyoka! Na, Oresama noch Mushi sind, ne? So, ihr Teil, Totschau, Agatha. いいよ、一人でうまい飯作ってみんな食べちゃうもんね。いいから黙って向こう行ってよ。おい、ガキンチョ。ガキンチョはやめろってば。3問目間違ってる。うるさいって言ってるだろ。大体ゼロス。え?あ、本当だ。ノーアルタカは羽目を外すってね。すっげえ。ことわざまで知ってるぞ、あいつ。 Okay. Tempel der Erde. Wow, wie passend. So, wir haben uns Colette Level 39. Sie ist Level 39. Mann. Gern tun wir unsere ganzen Luschentrupp wieder hier rein und ja. Oh. Okay. Mein Gott, die haben jetzt locker aufgeholt. Was zum... Wie geht denn das eigentlich? Ist egal. Nur dass du kommst hier rein. Rain ist schon stark genug, glaube ich.
So, dann lass mich mal erstmal hier weg. Okay, das ist... Ich den hier irgendwo. Brücke von Tetrala, Stützpunkt Tetrala, Brücke von Tetrala. Okay. Ich nehme mal an, wir kommen irgendwann sowieso. Ich möchte den Ort jetzt nicht wieder verlieren. Ich kenne mich doch, ich werde den nie wiederfinden, wenn ich hier einmal rausgehe. Tempel des Blitzes, heißt Quellen aus der Besinnung. Ach, gehen wir jetzt einfach rein. Was kann schon passieren? Jahrgangsbester.今日から数学はゼロスに見てもらうことにしました。ええ、こいつに。ゼロスに教えられるのかよ。おいおいおい、王立研究院附属学問所首席で卒業した俺様を見くびんなよ。嘘。ゼロスが僕より頭がいいなんて。これからはゼロス先生と呼びたまえ。ああ、悪夢だ。 So, okay, ich wollte jetzt eigentlich noch nicht ganz, mein Gott, niemand darf es wissen. Warte mal, das mache ich auch schon. Nee, können wir gar nicht. Nanika, ittaka? Nandemo nai. Shinpai goto nara ie yo. Hitori de nayanja dame da zo. Arigato. Honto ni arigato, Lloyd. でも、こんなこと誰にも言えないよ。こんな、こんな体のこと誰にも言えない。Oh Mann, das war letztes Mal schon nicht gut ausgegangen. So, jetzt wollte ich eigentlich nur Tempel der Erde. Okay, dann werde ich ihn jetzt locker wieder finden. So, jetzt sollen wir jetzt nochmal die Städte alle abgrasen? Weiß ich nicht. Wir müssen erstmal den Hunden alle Namen geben. Das ist wichtiger. Wir fangen hier mit den Hunden an. In 1, 2, die da waren. Vielleicht können wir jetzt auch irgendwas machen. Ich glaube, da war nur einer. So, Colette. Wuff, wuff, wuff. Das hier ist Chuchu. Chuchu, Chuchu. Okay. Die Welteroberung läuft wieder. Was, Maxwell? Wenn Maxwell einen Pakt mit Maxwell geschlossen hat, könnte etwas wahr dran sein. Wenn es in dieser Stelle einen Hinweis auf Maxwell geben könnte. Okay. Maxwell, das ist doch der Herr der Elementargeister. Kendama-Wettkampf. Okay. Na, Genius! Kendama, erzähl dir! ロイドがけん玉まさかロイドもけん玉で戦うの。いや、そういうわけじゃないけど、なんか楽しそうだ。シンプルなワッフルね。別にいいけど、ロイドには無理だよ、きっと。ま、バカにすんなよ。ドア封じ込みの器用さを見せてやるぜ。よっ、ちょっと、結構難しいんだな。やっぱりね、ロイドには無理だと思ったよ。 何やってんだよ、お前ら。剣玉だよ。結構難しくてさ。どれどれ、ちょっと俺様に貸してみな。ほっ、はっ。くしょ、こんなはずじゃん。ああ、何やってんのさ。ちょっと私に貸してごらん。はっ。おかしいね。 Ich wette, Rain kann es. Okay. Ich habe schon gedacht, was passiert mit Rain? Was hat sie dazu zu sagen? Okay, das geht natürlich auch. Ich dachte, sie wird jetzt so voll badass irgendwie sein und voll irgendwelche Übertricks mit dem Ding machen. Aber naja, so geht's natürlich auch. Okay, mehr Hunde scheint es hier nicht zu geben, ne? Muss er noch. Doch, da ist er. Du schließt dich mir an.
Es ist Simon. Sehr schön. Meine Brut wächst niedliches und starkes Band. Mein Gott, so viele Skits.似合ってる。うん。とっても可愛いよ。それは褒められているんでしょうか。もちろんだよ。あ、ありがとう。ね、ジーニアスもそう思うでしょ。もちろんだよ。そのリボンなら怪物の攻撃もへっちゃらだね。あ、あれ?プレスや? Okay. Das kann man natürlich wieder falsch verstehen. Wir sind ja in einem Anime-Spiel, das heißt, jeder Charakter versteht sowieso immer alles falsch. Na gut, dann gehen wir noch mal nach Flanor. Vielleicht können wir jetzt da die Anpassungs Städte da benutzen. Und ja, wenn ich das nur wieder finden würde, ich würde echt so eine Schnellreise Winterernte. Hey, du Sack! Hat der echt den verkauft? Bin ich echt so? Boah. Ah, das gibt's doch nicht. So, na warte, du kleiner Knips, komm her. Komm her, du hast gesagt, du willst nur Gemüse oder Obst verkaufen oder irgendwie sowas. Na warte. Das krieg ich noch in diesem Part hier geschafft. Oh, ein Hund. Wuff. Das hier ist Pucci, Pucci, Pucci. Okay, was zum... Alles in Ordnung? Ah, bitte halten Sie durch. Tut mir leid, offenbar wurde ich von böser Energie getroffen. Böse Energie? Seid ihr zufällig im Besitz von Waffen der Finsternis? Waffen der Finsternis? Das Auge der Finsternis, das ihr besitzt, ist eine der Waffen der Finsternis. Tünding, wer bist du? Ich bitte um Verzeihung, ich heiße Abyssion. Ich bin der letzte Überlebende einer Familie von Dämonenjägern. Ich heiße Lloyd. Ich befinde mich auf einer Reise mit meinen Freunden. Was macht eine Familie von Dämonenjägern eigentlich? Vor langer Zeit gab es einen Mann namens Nebelim. Okay. Der versuchte Tetala zu erobern. Nebelim, das kommt auch in Tales of Derbys vor. Nebelim wurde schließlich von einem einzelnen Schwertkämpfer besiegt. Sein fortwährender Hass hat sich jedoch mit den neuen Waffen des Schwertkämpfers verbunden und legte so einen Fluch auf die Nachkommen des Schwertkämpfers. Wow, ziemlich schaurig. Die Familie der Dämonenjäger sind die Nachkommen des Schwertkämpfers, der Nebelim besiegt hat. Jedes Mitglied seiner Familie hat sein Leben durch den Fluch der Waffe der Finsternis verloren. Das ist schrecklich, kann man denn da nichts gegen tun? Erst wenn alle neuen Waffen gesammelt und versiegelt worden sind, wird der Familienfluch aufgehoben. Also deshalb hast du uns über die Waffen der Finsternis befragt. Ja, der Fluch breitet sich jedoch schneller aus, als ich erwartet habe. Und auch, ich wurde von Nebelims böser Energie getroffen. Ich glaubte, in meiner derzeitigen Verfassung wird es schwer für mich, die Waffe der Finsternis zu suchen. Wir sollten ihm helfen, Lloyd. Ja, immerhin besitzen wir ja schon manche davon. Lass uns die restlichen Waffen zusammensuchen. Bist du sicher, du solltest die Aufgabe nicht unterschätzen? Zwergenregel 2, weise niemanden zurück, der deine Hilfe benötigt. Dann nimm bitte dieses Schwert und diesen Schlüssel an dich. Die Waffen der Finsternis tragen den Willen von Nebelim in sich und reagieren aufeinander. Wenn dieses Schwert reagiert, sind sicherlich Waffen der Finsternis in der Nähe. Sobald ihr alle Waffen gefunden habt, kommt bitte nach Flanor zurück. Okay. Hat der Fluch der Waffen der Finsternis auch Auswirkungen auf andere außer dieser Familie? Nein, eigentlich nicht. Ist es denn Presea? Nein, es ist nichts. Okay, wir kommen dann bald wieder ab, Abyssion. Danke, ich stehe tief in eurer Schuld. Okay, wo haben wir bitte schon so eine Waffe? Nebelim, eine Waffe, auf der ein Fluch aus der Sicht dunkler Herkunft. Auge, das ist was weiß ich, war nochmal. Auge der Finsternis, das Ding. Tötet die Schwachen mit einem Streich. Ja, aber wenn er genauso beschissen wie ein Ambiz ist, dann naja. Also nicht. Ich habe auf jeden Fall noch einen Hund irgendwo. Den holen wir uns auch noch. So, du.
Hoffentlich bringt das Ding irgendwie was. Ja, wo ist der zweite Hund nochmal? Würde ich sagen, wir gehen noch heute zur Toys-Mine. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Okay. Okay. Was war das plötzlich? Ich mache mir Sorgen. Ist der letzte Hund nochmal gewesen hier? War noch irgendwo ein Hund? Ich weiß es. Glaube ich. Da. Hier, Pluto. Ne, Pluto, was? Pongo. Oh, Penny, sie ist ja so süß. Ja, so hier Pongo aus Dingens hier, Dalmatina 01. Aus 1001 Dalmatina, genau. So, okay, jetzt habe ich gar nicht an die Anpassungsstätte nachgucken, ist egal. Wir gehen jetzt zur Toys-Mine. Wo ist die Toys-Mine? Ich will zur Toys-Mine. Geh mal zur Toys-Mine. Ja. Die ist da unten. Also ich meine oben. Und wehe. Der kleine Zwerg gibt uns nichts für den Flanor-Trank. Jetzt gehen wir da ganz schnell rein und gucken, ob irgendwas passiert. Das Ding war, glaube ich, schon eingestellt, ne? Okay, von dem Dings haben wir nichts bekommen und hoffentlich kriegen wir von dem Flanortrank irgendwas. Lächle und vergebe. Arigato, Presea. Nani ga desu ka? Watashi no koto tasukete kurete. Datte watashi no sei de Coretto-san ga sarawarete shimatta n desu. Dakara sonna koto nai yo. Warui no wa Rodiru da yo. Presea wa kini shicha dame. Ne? コレットさんみたいになりたい。え?笑って何もかも許せる人になりたいです。 Okay. Kannst du doch. So, da. Komm, ich auch nicht mehr den ganzen Tag Zeit. Ich bin auch nicht mehr genau. Okay. Ich hoffe, wir können auch irgendwann mal wieder zurück nach Silverrand. Ich denke mal irgendwann schon, ne? Aber mir ist schon lange aufgefallen, jetzt wo Schwertkämpfer da erwähnt worden ist, wir müssen ja auch noch hier so einen Schwertkämpfer erlegen, der uns, der eine Bossgegner, der uns noch fertig gemacht hat, Mann. Kannst du es wagen? Ah, ich bin versteinert, so an. Und niemand kann mich, glaube ich, heilen, ne? Ah. Oh, ich brauche auch hier mal neue Gegenstände anscheinend. Na, warte, du Drecksviech. Wer auch immer das war von euch. Triple Kick, okay. Ich habe auch so einen neuen Angriff bekommen. Ich weiß jetzt noch nicht mehr welchen. Ich bin auch noch gelähmt. Tötet ihn bitte. Sollte man vielleicht Erfahrungs geben und so bei Colette mal versuchen. Für welche haben wir so neue? So. Speichern wir hier nochmal. Und ja. Tempel des Blitzes, was so weit? Wehe, du gibst mir nichts Vernünftiges für diesen Flanor-Trank, den ich teuer gekauft habe. So, komm her. Hier, schluck und erstick daran. Ist ja das? Ist das der Trank? Gut gemacht, den Nieten. Der ist ja sogar die Flasche auf. Schmeckt nicht besonders und dafür bin ich durch die Gegend gelatscht. Echt schwach. Also jetzt zum Tempel der Erde. Was? Okay. Deswegen. Oh. Okay, mehr gab es da jetzt nicht.
Na gut. Dann wissen wir ja, wo wir als nächstes hin können. Und zwar zum Tempel der Erde. Würde ich sagen, ich mache jetzt Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia. Die Chronicles sind nicht blank. Ich bedanke mich allerherzlich für's Zuschauen. Sagt tschüss.